Also mein Name ist Christian Bach, ich leite die Abteilung Fahrzeugantriebssysteme hier an der EMPA und wir befassen uns mit umweltfreundlichen, klimaschonenden Fahrzeugantriebskonzepten. Die EMPA selber ist eine Forschungsanstalt im ETH-Bereich mit ungefähr 1000 Mitarbeitenden und der Energiebereich nimmt einen grossen Teil der Forschungsaktivitäten von uns ein. CNG verbrennt sauberer als Diesel. Durch das hat man geringere Schadstoffbildung und die Schadstoffe sind weniger reaktiv, zum Beispiel bezüglich Ozonbildung oder Gesundheitsgefährdung. CNG hat weniger Kohlenstoff pro Energieeinheit, das führt zu tieferen CO2-Emissionen, auch wenn man rein fossil herumfährt. CNG ist günstiger als Diesel, und zwar einfach, weil man es mehr oder weniger so brauchen kann, wie man es aus dem Boden rausholt. Und CNG hat einen riesigen Vorteil, das ist, dass man sehr einfach erneuerbares CNG, also Biogas oder eben synthetisches Methan, ins System einbringen, weil es chemisch das Gleiche ist. Es hat viele ökologische, ökonomische Vorteile, aber es hat natürlich betriebliche Nachteile, indem das Tankstelle aufwendiger ist. Bei einem Dieselfahrzeug kann man problemlos 1500 km Reichweite betanken in ein paar wenige Minuten und das ist mit eigentlich allen anderen Antriebskonzepten komplexer. Und da gehört CNG mit dazu. Wir sehen grundsätzlich ein grosses Potenzial im CNG. Wir sehen das neben dem Elektroantrieb als eine von den Technologien, die eigentlich sehr schnell eingesetzt werden könnte. Der Elektroantrieb eher so im innerstädtischen Bereich und CNG so im regionalen Einsatz. Und zwar einfach darum, weil das auch Routen sind, die in einer Planung sind, wo man zum Beispiel auch eine Tankstelleninfrastruktur aufbauen kann, mit einer gut gewählten Tankstelle schon mehrere Lastwagenrouten abdecken kann. Es gibt weitere Alternativen wie Wasserstoff und langfristig synthetische Treibstoffe. Das sind aber alles Themen, die noch Zeit brauchen. Hingegen beim CNG kann man eigentlich sofort anfangen. Und mit dem Biogas, das verfügbar ist, hat man schon sofort eine massive CO2-Reduktion. Das heisst, wenn man jetzt eine Flottenstrategie entwickelt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, zu schauen, ob man CNG-Fahrzeuge integrieren kann, weil das halt eine relativ schnelle, umsetzbare Lösung, eine kostengünstige Lösung ist und vor allem auch auf Energie, die eben im Energiesystem in Zukunft zunehmend vorhanden ist. Wenn man auf solche Technologien zurückgreifen kann, macht man auf Anfang mal nichts Falsches. Also wenn wir CO2-Emissionen senken wollen, dann hängt das nicht am Antriebskonzept, sondern an der Energie. Also wir müssen von der fossilen Energie auf erneuerbare Energie umstellen. Das Antriebskonzept, das ist sekundär. Da sehen wir eher andere Aspekte, wie zum Beispiel die Schadstoffemissionen in der Stadt, die wir nicht mehr haben wollen. Oder man sieht auch, dass Elektrofahrzeuge auf der Langstrecke in einer Langstreckenanwendung zu sehr vielen teuren und nicht nachhaltigen Schnellladesäulen führen. Und das hat man zum Beispiel mit CNG nicht. Also darum, wenn man CNG richtig einsetzt, dann ist das eine Technologie, die gerade so sauber ist wie die Elektromobilität und die vor allem sehr kostengünstig und sehr schnell auf CO2-arme, erneuerbare Energie kann umgestellt werden.